Und Herr Tietz, er kümmert sich um weltweit Glasveredelungen, um Fabriken. Und sein Schwerpunkt ist Produktion. Also er mag es so organisieren, zu produzieren. Und er liebt natürlich den Werkstoff Glas. Und daneben ist Gerd Brause. Einige kennen ihn vielleicht als den BIM-Expertin. BIM steht für Building Information Modeling. Das ist die neue Planungsmethode beim Holzbau. Und viele finden das super, einige sind noch ein bisschen kritisch, was das betrifft, aber da wird im Bau sozusagen alles vorher geplant und er hat sich mit seiner Firma auf die Planung von Holzkonstruktionen spezialisiert, von alles Luftdichtung, Statik, alle Details und kennt sich damit bestens aus. Und ganz links oder rechts von Ihnen, das andere links sozusagen, ist Peter Bachmann. Sie kennen ihn vielleicht als Mr. Wohngesundheit, klärt ständig in den Medien auf, wie dass wir als Menschen ein Recht auf wohngesundes Leben bauen und, genau, gesundes habe ich gesagt, wohngesund, gesundes Wohnen, Arbeiten und Lernen haben. Und er sagt, das ist das Erstaunliche für die meisten, er sagt, das ist alles machbar und auch mit kaum Mehrkosten. Weil viele denken ja, Wohngesundheit, wenn ich mich jetzt darum auch noch kümmern muss, das sprengt ja komplett mein Budget und das ist falsch. Und das wird er uns einmal in der Diskussionsrunde klar machen, aber auch hat er später noch einen Vortrag. Ich fange mal mit Herrn Tietz an. Und Sie haben ja diese Uni-Glasfassade beim Strohballenhaus eingebaut oder hergestellt. Was ist denn da das Besondere daran? Das Besondere ergibt sich vielleicht daraus, wenn man sagt, was ist anders an der Stelle? Und ich glaube, das Besondere ist, dass wir für uns in Anspruch nehmen können, was Herr Bartholomä heute Morgen sagte, es muss genial einfach sein. Genial einfache Ideen haben jetzt immer den Effekt, wenn man das Ganze mal entzaubert und die ganze Werbung und alles runternimmt und wirklich auf die Fakten reduziert, dann sagt immer jeder, ja, da hätte ich auch drauf kommen können. Trotzdem hat es 3000 Jahre Bauentwicklung gebraucht, um dahin zu kommen. Was ist das Besondere an diesem Fenster? Eigentlich, am Ende bleibt nur eins übrig. Ich klebe eine Holzleiste auf eine Glasscheibe. Das war's. Der Effekt, den man dadurch erzielt, ist eigentlich das Geniale. Das eine ist, ich habe eine durchgängige Holzkonstruktion, habe also keinen Materialwechsel mehr. Vorteile von Holzkonstruktion kann Herr Brause mit Sicherheit besser erklären, als ich das könnte. Deswegen will ich das an der Stelle gar nicht weiter ausführen. Dann gibt es aber auch architektonische Effekte oder ästhetische Effekte. Weil durch die Holzleiste können wir die Scheiben so dicht aneinander bringen. Wir brauchen als Spalt gerade mal noch die Fläche, die notwendig ist, um im Schraubenzieher da durchzukommen. Das heißt, ich kriege also sehr, sehr viel Glas auf die Fläche mit sehr schmalen Unterbrechungen da drin. Und ein ökonomischer weiterer Grund ist natürlich, dass die Montage wesentlich vereinfacht wird. Da jetzt ja die ganze Koppelung und die ganze Unterkonstruktion, die man sonst noch mal braucht für das Glas, schon am Glas hängt und mitgeliefert wird, brauche ich bei der Montage nur noch meinen Schraubenzieher und eine Schraube und kann es direkt auf die Unterkonstruktion schrauben. Also wer früher so vorbeigegangen ist an den Glasfassaden und gesagt hat, wer hat Glas dann angenagelt, das kann demnächst fast wörtlich genommen werden. Ne? Zweimal drehen und schon hängt die Scheibe. Das ist der eine große Vorteil dann von der ökonomischen Seite. Das zweite ist natürlich dadurch, dass es industriell aufgebracht wird und industriell schon vorgefertigt wird, kriegt man ein sehr hohes Maß an Prozesssicherheit, an Stabilität und an Qualität. Und Prozesssicherheit ist ja das Stichwort für Gerd Brause. Wie hört sich das für Sie an, was Herr Tietz hier so gesagt hat? Zunächst einfach. Denken Sie auch, dass es einfach ist? Wobei es dann auch entsprechend vorgeplant werden muss. Nachdem es entwickelt wurde, sollte es schon 3D mitgeplant werden. Ja, und einfach ist das schon mal eine gute Aussage von Ihnen. Das heißt, wir hatten ja so ein Vorgespräch mal, wo wir darüber gesprochen haben, was kann man über Fenster sagen. Und das ist ja so, wenn Sie an Fenster denken oder Glasflächen, das ist ja nicht gleich immer so ein positives Gefühl, oder? Bei uns, von der Arbeit, die wir im Büro machen, denke ich unter verschiedenen Gesichtspunkten an Fenster. Also erstmal von der statischen Seite denke ich daran, dass darüber ein Sturz sein muss, was oft viel zu spät berücksichtigt wird.
von demjenigen, der die NF-Berechnungen macht, der sieht das Fenster unter den Gesichtspunkten, auf welcher Seite des Hauses, in welcher Sonnenrichtung sind die Fenster, habe ich solare Gewinne, welchen U-Wert brauche ich. Wir machen auch Arbeitsvorbereitung für die Holzbaubetriebe. Dann müssen wir wissen, welches Fenster wird eigentlich eingebaut. Also nicht nur die Größe aus dem Architektenplan, sondern wir brauchen ganz genaue Angaben, welches Produkt. Und bei Fenster, was nicht einfach ist, ist das, was außen davor kommt oder oben drüber ist, nämlich Rollladen oder Raffstores. Die sind viel aufwendiger als das eigentliche Fenster. Und als letztes, als von der architektonischen Seite oder Bauherrenseite, ist das Fenster meines Erachtens mit das Wichtigste im Gebäude. Wenn ich einen Raum ohne Fenster habe, wirkt er nicht, fühle ich mich nicht wohl. Von daher ist das Fenster nicht negativ behaftet, aber aufwendig für uns. Genau, und es gibt ja immer mehr, in letzter Zeit gibt es mehr Artikel in Fachzeitschriften über das Thema Gewerkeloch. Das kennen Sie auch, vielleicht kennt jemand, weiß jeder, oder wer weiß denn, was ein Gewerkeloch ist? Ist jemand schon mal über ein Gewerkeloch gestolpert oder hat ein Gewerkeloch gesehen? Die Hand hoch bitte. Ja, sehr gut. Aber vielleicht können Sie erklären, so was ist ein Gewerkeloch und was hat es mit Fenstern zu tun? Das, wo das Fenster auf der Unterkonstruktion, auf dem Riegel aufsitzt, haben wir in der Ecke eine dreidimensionale Ecke, die sehr aufwendig ist von der Abdichtung her. Also wenn ich nicht mit einer zweiten Dichtungsebene unter der eigentlichen Fensterbank arbeite und nicht mit einer dreidimensionalen Abklebung arbeite, dann kann das Wasser in dieses Loch reinlaufen. Und damit läuft es im Holzbau, aber auch im Steinbau läuft es in die Konstruktion rein. Also von daher sollte man sich ja darum kümmern. Und das heißt ja Gewerkeloch, weil sich irgendwie auf einmal kein Gewerk auf der Baustelle dafür zuständig fühlt. Aber wen nehme ich denn jetzt in die Pflicht? Also wen nehmen Sie denn als BIM-Planer in die Pflicht? Das ist eher etwas von der Ausführung her. Also das, was ich empfehle, ist, dass Fenster, Wände und auch die Fensterbank von einer Firma koordiniert oder am besten von einer Firma gemacht wird. Also das, was wir im Holzbau ja propagieren, ist die große Vorfertigung, dass in der Halle schon die Fenster eingebaut werden und dann kann ich auch schon mal die zweite Dichtungsebene festmachen, da kann ich einiges vorbereiten, viel besser als auf der Baustelle. Okay, danke schön. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen zum Thema Glas, Glasflächen. Wo unterscheiden sich denn die verschiedenen Gläser? Also wenn ich da jetzt einen Vortrag halten sollte über verschiedene Glasarten. Also wir haben nicht ganz so viel Zeit, aber vielleicht so kurz zusammengefasst. Das Wochenende auch noch. Das Problem ist nicht die Vielzahl der Gläser. Also ich denke, so vom Groben her ist das ganz schnell strukturiert. Das Glas ist immer dasselbe, schon seit Jahrhunderten, da hat sich nichts viel dran geändert. Also an der Rezeptur des Glases und an der Herstellungsart. Die Funktionen, die wir kennen, werden alle erst im Nachhinein aufgebracht. Das kommt erstmal aus dem Hochofen wie eine rohe Stahlplatte und dann muss man irgendetwas damit machen. Und da gibt es dann drei grobe Klassen, was man machen kann. Das eine sind Beschichtungen und alles, was wir so an Funktionsgläsern kennen, Reflexionsminderung, Wärmeschutz, Sonnenschutz und so weiter, das sind alles im Nachhinein im Hochvakuum aufgespatterte Beschichtungen, mit denen dort gearbeitet wird. Das zweite sind thermische und chemische Bearbeitungen, die man macht. Und das dritte ist einfach über, ich sage jetzt mal primitiv, ein doppelseitiges Klebeband, mehrere Scheiben hintereinander kleben zum Block, um damit Effekte zu kriegen. Das heißt Durchbruchhemmung, Einbruchhemmung, Schallschutz und Ähnliches. Und das fasziniert Sie vermutlich an diesem Thema Glas? Faszinierend ist das, was man dann in Kombination daraus machen kann. Wenn Sie jetzt nur einfach mal rechnen, Sie haben 100 verschiedene Beschichtungen, haben 3 oder 4 verschiedene thermische und chemische Bearbeitungsmöglichkeiten und durch die Kombination nochmal ein paar, dann sind Sie schnell in der Hochrechnung bei 10.000, 100.000 oder mehr Möglichkeiten. Hm. Ich möchte das vielleicht mal klar machen, wir produzieren am Tag 2.000 Einheiten Glasscheiben. Sondern auch Fakt, Losgröße 1. Das heißt auftragsindividuelle Fertigung. Von diesen Scheiben nehmen etwa 4 im Schnitt den gleichen Weg durch die Produktion. Wir haben durchgerechnet über die Möglichkeit, wir haben etwa 1.100 verschiedene Möglichkeiten, die eine Scheibe in der Produktion nehmen kann. Und davon werden so 500, 550 jeden Tag tatsächlich genutzt.
Und das, glaube ich, zeigt die Kombinatorik und die Vielfalt dessen, was man mit einer Scheibe machen kann. Die Herausforderung ist dann, diese Möglichkeiten und das Wissen auch an den Mann oder besser gesagt an die Architektin und den Architekten zu bringen. Denn die Herausforderung ist nicht mehr in der Produktion. Da glaube ich, das ist State of the Art. Ich will jetzt nicht sagen, dass da Gigantisches geleistet wird, aber da sind die meisten Firmen auf einem bestimmten Level. Aber was mache ich jetzt mit den Möglichkeiten? Und Sie hatten, ich glaube, hier im Prospekt oder so irgendwo aus unserem Werbebroschüre so einen Spruch genommen, das unmögliche Wagen. Ja. Damit ist eigentlich nicht gemeint, dass man jetzt dem Glas etwas Unmögliches antut, sondern mehr, dass man durch, ja, wie soll ich es nennen, interdisziplinäre Zusammenarbeit Herausforderungen schafft, um die Möglichkeiten, die man so schon hat, im Glas dann auch wirklich voll auszuschöpfen. Und diese Zusammenarbeit zu koordinieren, das ist ja das, was mit beim BIM auch wieder gefordert wird. Das ist ein Stichwort von BIM, dass eine andere Form von Zusammenarbeit praktiziert wird, auch viel früher gemeinsam mit allen Beteiligten daran gearbeitet wird. Das ist das, was ich eben meinte, wenn wir eine Holzrahmenbauwand planen und der Holzbauer mit den Fenstern nichts zu tun hat, dann machen wir da nur ein Loch. Aber das geht garantiert schief auf der Baustelle, weil das Fenster nicht reinpasst oder zu viel Luft drumherum ist, keiner für die Luftdichtung zuständig ist und so weiter. Bei BIM ist es so, dass man erst komplett planen sollte und dann erst bauen sollte. Das ist der Idealzustand. Und Glasflächen und Fenster, egal wie kompliziert sie sind, beim Einbau sind ja sehr gefordert, weil es ja um Behaglichkeit, um Schönheit geht. Es geht ja darum, wie viel Licht bekomme ich als Bewohner? Und da ist ja auch ein Stichpunkt Wohngesundheit. Vielleicht, Peter, kannst du sagen, auf was achtet ihr beim Sentinel-Haus, dass ein Fenster, damit ihr ein Fenster empfehlen könnt. Und nur damit die Leute nicht irritiert sind, dass wir uns duzen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, arbeiten schon länger zusammen und deswegen sind wir quasi per Du. Ja, also zuallererst möchte ich, du benutzt den Begriff Wohngesundheit, ich würde da gerne, also der behördlich richtige Begriff ist Innenraumhygiene, es wird halt oft dann mit was anderem verwechselt. Allerdings, wenn man in den Bereich Office geht, Arbeitsplätze, dann passt natürlich Wohngesundheit nicht mehr. Also da muss man auch mit der Sprache sehr genau schauen, weil vielleicht sitzt hier ein Architekt, der sich nur mit Office-Bauten beschäftigt, der denkt sich, ach, Wohngesundheit, das interessiert mich ja gar nicht. Also das vielleicht noch als kleine Ergänzung. Und ansonsten, also das Fenster an sich, da habe ich so gedacht, wo es jetzt um die Diskussion hier ging, habe ich gedacht, naja, mit dem haben wir gar kein Problem. Fenster, also ist zwar auch nicht schadstofffrei, aber Fenster ist für eine Innenraumhygiene, / Wohngesundheit, Baugesundheit erstmal unproblematisch. Dann bin ich zu mir in die Technik gegangen und habe gesagt, so, wie ist denn das mit dem Fenster? Und dann haben wir gesagt, oh Gott, Fenster. Immer wenn verschiedene Sachen zusammenkommen, also da wurde dann gesagt, naja, was ist denn mit dem Silikon, was da in die Fuge reingespritzt wird. Das kann schief gehen. Das heißt also, das System Fenster. Dann wurde gesagt, dass in einem großen Forschungsprojekt, was wir jetzt begleiten, dass regelmäßig die Projekte schiefgegangen sind, weil die Fenster dann mit Pinselreiniger oder mit anderen Sachen gereinigt worden sind, wo wir danach die Schadstoffe im Innenraum messen können. Also das heißt also, wo dann das Fenster, das soll dann bei der Bauübergabe an den Bauherrn, soll das natürlich besonders sauber glänzen und so weiter. Und dann werden da teilweise ganz gruselige Reinigungsmittel eingesetzt, damit das Fenster nach der Bauphase dann halt auch richtig sauber ist. Und das hat mir auch nochmal geholfen, wo meine Techniker mir dann gesagt haben, also dass das Fenster als System und auch über die Phase und auch den Anspruch, dass man ein schönes, sauberes Fenster hat, da schon mal eine ganz besondere Bedeutung haben kann und durchaus die chemischen also vor allen Dingen die chemischen Raumluftqualität maßgeblich beeinflussen kann durch die Prozesse, die drumherum stattfinden. Und das andere, was mir dann auch direkt mitgegeben wurde, wir machen momentan ein Forschungsprojekt, My Future Office, wo es um die Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Und da habe ich jetzt im Rahmen dieses Forschungsprojektes gelernt, dass es natürlich noch viel mehr gibt, also Behaglichkeit, Blendschutz, Sicherheitsgefühl etc. pp.
Und da spielt natürlich das Fenster auch gerade bei diesem Forschungsprojekt, das wir da gerade aktuell mit dem TÜV Rheinland zusammen machen und auch mit verschiedenen Unternehmen, da spielt das natürlich auch eine Rolle und soll da natürlich auch besonders herausgearbeitet werden. Also was ich sagen möchte, es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte, die uns dann doch intensiv interessieren, wenn es um die Gesundheit des Mitarbeiters, des Kindes in der Schule oder auch zu Hause geht, da kann so ein Fenster durchaus doch auch eine elementare Rolle spielen. Und ganz nebenbei, also so wie jetzt hier zum Beispiel auch, da würde man sich ja auch wünschen, dass das Fenster ab und zu auch mal von alleine auf und zu geht, weil hier drin haben wir jetzt bestimmt eine CO2-Konzentration, die weit über dem ist, was das Umweltbundesamt als akzeptabel erachten würde. Wobei wir sind ja gerade direkt nach der Mittagspause, haben schön durchgelüftet. Das reicht bei denen CO2-Emittenten, die hier drin sitzen, bei weitem nicht aus. Aber was uns dann auch trösten kann hier als Runde, die hier sitzt, es liegt dann halt am CO2, dass wir vielleicht irgendwann in müde Gesichter gucken und gar nicht an unseren Redebeiträgen. Dann ist es ja umso mehr ein Kompliment gerade, dass alle noch lächeln und wach sind. Bevor wir nochmal auf das BIM eingehen. Mit dem Silikon als Beispiel. Wir müssen ja nochmal unterscheiden, wo unser Glas hinkommt, entweder ins Fenster, jetzt wörtlich genommen, Fenster also mit Rahmen und so, und in die Fassade. Fenster geht noch, Fassade ganz gräulich. Unsere Reklamationsstatistik sagt, dass den größten Anteil an Glasreklamationen ist die Unverträglichkeit. Wir sind dann immer diejenigen, die als erstes angesprochen werden, weil dann läuft so ein schwarzer Streifen durch die Scheibe oder ich habe vorgegen Beschlag auf der Innenseite oder so etwas, Glas ist schlecht. Und wenn wir da hinkommen, dann stellt man fest, dass die mit abenteuerlichsten Mitteln ihr Glas wirklich in die Fassade geklebt haben. Das geht im einfachsten Fall noch damit los, dass jemand sagt, oh, Silikon ist alle, ich gehe mal eben zum Baumarkt und hole irgendetwas. Da ist die Reklamation vorprogrammiert. Also das Thema Verträglichkeit bei Fensterbaubetrieben oder Tischlern, die selber nochmal regelmäßig Fenster machen, haben wir das eigentlich ganz gut im Griff, weil mit denen kann man Schulungen machen, kann über Verträglichkeitszeugnisse darauf hinweisen und sagen, aber bitte, das ist jetzt getestet mit dem und dem Silikon, das ist silikonölfrei. Also freie Silikonöle ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann in der Fassade. Aber bei einer Fassadenverglasung, die durch irgendwelche Subunternehmen gemacht wird, das hat man dann nicht mehr im Griff. Und deswegen wirklich eine Bitte an alle, die am Bau vor Ort damit zu tun haben. Achten Sie auf das Thema Verträglichkeit und welche Materialien Sie da untereinander mixen. Man meint immer, Glas ist wie eine Flasche, da kann ich Säure, da kann ich alles reinkippen. Dem Glas ist das auch egal. Aber der Randverbund, der die Dichtigkeit sicherstellen soll über 30 Jahre, der hat das nicht so gerne. Verträglichkeit ist ein gutes Stichwort für den Peter Bachmann. Also ich würde da auch tatsächlich, also es gibt ja einen gigantischen Dschungel von Baustoffzertifikaten, wo immer das einzelne Produkt betrachtet wird und wir auch in der Kooperation mit dem TÜV Rheinland stellen immer wieder fest, richtig spannend wird es, wenn man unterschiedliche Produkte zusammentut. Und das ist ja auch der Grund, wieso wir auch mit ProKlima jetzt schon mehrere Systeme als Systeme geprüft und auch zertifiziert haben durch den TÜV Rheinland und durch Sentinel. Weil in den Schadensfällen, wenn wir, ob das der Fensterbauer oder ob das der GU, der GÜ ist, kriegen wir gesagt, ja, Herr Bachmann, lassen Sie uns doch in Ruhe mit einzelnen Produkten. Das, was uns interessiert, wir haften für das System. Und diese Idee, nachdem ich das wirklich mehrfach gehört habe von großen GUs, GÜs, Handwerksunternehmen und so weiter, haben wir gesagt, okay, wir entwickeln ein System, wie man Systeme richtig prüfen kann. Und wir merken auch gerade nach der letzten Bau in München, dass das ein hochspannender Bereich ist und dass das auch für den Fensterbauer durchaus, also wo man dem Fensterbauer dann ja wirklich eine Komplettlösung an die Hand geben kann, wo man sagen kann, guck mal, das Klebeband, das Silikon, die Materialien, wenn man das zusammentut und in die Prüfkammer tut, dann ist das ökonomisch, also dann ist es bezahlbar, dann ist es planbar und dann ist es auch noch praxistauglich und es ist gesundheitsgeprüft. Und das ist natürlich eine wunderschöne Möglichkeit. Und Systemgedanke, also als beim BIM ist das im Systemdenken ja ganz wichtig. Ich möchte nur kurz im Publikum fragen, hat denn jemand schon mal mit dem Building Information Modeling System gearbeitet? Aber wer hat schon mal davon, Sie haben schon damit gearbeitet. Haben Sie gute Erfahrungen?
Nicht so? Okay, sehr gut. Gerd Brause steht Ihnen nachher noch zur Diskussion. Ich stehe dann gleich nachher neben Ihnen, damit Sie gleich in das Mikro was sagen können. Aber wer kennt das denn schon vom Begriff, hat schon mal darüber gelesen? Also das ist schon soweit schon mal bekannt. Das ist ja schon mal gut, weil wir hatten ja eine Schulung, eine Verbundschulung mit Update Holzbau. Da hat Gerd Brause BIM vorgestellt und ich habe ihn danach interviewt, nachdem er vor 300 Leuten oder so gesprochen hatte. Und da haben sie ja damals gesagt, so irgendwie, sie schauen in Gesichter und die sind einfach nur sehr wach, aber erschreckt. Warum ist da so eine Angst, so ein innere Abwehr bei BIM. Und gleichzeitig kamen die Leute genau wegen dem BIM-Vortrag. Ja, also einmal liegt es daran, dass nicht ganz klar ist, was BIM eigentlich bedeutet, weil von sehr vielen Interessenseiten verschiedene Aussagen kommen. Also die Softwareindustrie, die will viel verkaufen. BIM ist aber nicht nur eine neue Software zu kaufen. Und jetzt eigentlich wollte ich nicht mit meinen Vorträgen jetzt beim Abteholzbau irgendjemand verschrecken, sondern eher sagen, im Holzbau sind wir sowieso gut aufgestellt, weil wir schon ewig 3D arbeiten und weil wir schon ewig das Bauen mit berücksichtigen, was die anderen Gewerke ja noch gar nicht haben. Also die bekommen die Steine auf die Baustelle geliefert und fangen da an, das zusammenzusetzen. Und dann kommt der Elektriker und macht seine Schlitze rein. Wir im Holzbau, auch in der Holzbauplanung, versuchen ja vorher alles schon zusammenzufügen, indem wir zum Beispiel ganz genau wissen, welches Fenster wird eingebaut. Ich brauche auch die komplette Elektroplanung, Lüftungstechnik, was eben ja bei Michael noch Thema war. Das berücksichtigen wir ja alles vorab schon in der Planung. Deswegen sind wir im Holzbau, die Holzbauplanung machen oder Holzbau auch umsetzen, schon sehr weit da drin. Also deswegen Angst muss man nicht haben. Ich bin auch der Meinung, dass die meisten schon BIM machen. Die wissen nur nicht, dass es so heißt oder dass es schon immer machen, aber jetzt heißt es BIM. Also das heißt, wenn man schon mal plant und mitdenkt und vorher denkt, ist das schon mal ein guter Schritt. Einmal, wenn man schlüsselfertig plant, macht man es sowieso und wenn man im Gespräch mit anderen ist, also wenn der Architekt frühzeitig mit dem Holzbauer, frühzeitig mit dem Glasexperten, frühzeitig alle miteinander sprechen, ist es BIM. Auf jeden Fall eine Stufe davon. Und Sie haben ja auch gerade gesagt, man kann alles vorher planen mit Fenster, welches Fenster reinkommt, aber jeder Hersteller hat auch andere Werte, jeder hat ein anderes Glas drin. Woher weiß ich denn dann, welches Glas passt? Es ist einmal so, dass welches Fenster passt in dem Fall. Also jetzt von der NF-Berechnung, wenn wir eine NF rechnen, müssen wir ja schon wissen, was wir ansetzen, um einen bestimmten Wert erreichen zu können. Das heißt, wir geben vor, wie das Glas oder wie der komplette U-Wert des Fensters ist. Dann muss der Holzbauer, wenn er das Fenster ja mit im Auftrag hat, muss er sich einen Fensterbauer suchen, einen Lieferanten suchen, mit dem er gut klarkommt, wo er eine gute Qualität bekommt. Und er sollte auch nicht regelmäßig wechseln und nicht den billigsten nehmen, sondern wenn es einmal geklappt hat, auch nach Möglichkeit in dieser Richtung weiterarbeiten. Und was sich durch BIM verändern wird, ist, dass die Industrie ihre Systeme, ihre Produkte ins Internet stellt. Es gibt also schon verschiedene BIM-Kataloge, die zeige ich auch gleich nochmal zwei Beispiele. Und da ist das Fenster hinterlegt mit allem, was dazugehört. Zum Beispiel, was Herr Tietz gerade hatte, dass Einbaumaßnahmen schon beschrieben sind, dass Wartungen beschrieben sind, dass Produkte, also die Materialien beschrieben sind. Das wird alles hinterlegt sein oder ist zum Teil schon hinterlegt. Okay. Und haben Sie hierzu, hat hier jemand, möchte schon was sagen, möchten Sie schon mal gegen BIM was sagen oder später oder gar nicht? Okay, dann würde ich nämlich, meine Frage geht an Peter Bachmann, ist der Wohngesundheitsaspekt und BIM, beschäftigt ihr euch auch schon damit? Also es ist letztlich das, was man momentan beobachten kann, ich halte hier doch recht viele Vorträge, dass es inzwischen die Dichte auf Konferenzen nimmt unwahrscheinlich zu. Jetzt war ich vor nicht allzu langer Zeit auf einer Konferenz in Köln, das war dann eher abschreckend. Danach hatte ich meine vorher bestehende Motivation, mich intensiver damit zu beschäftigen, ist massiv eingeknickt, weil die Frau Doktor, die da vorne referiert hat, hat das so gemacht, dass keiner was verstanden hat, aber man hätte meinen können, dass sie viel Ahnung hat. Meine Ingenieure, mit denen wir es zu tun haben und auch beim TÜV, ist man ganz fester Meinung, man kommt an dem Thema nicht vorbei. Bin ich auch. Das wird so sein.
Wobei ich auch immer neugierig bin, ist, wie es dann am Schluss in der Praxis aussieht. Ich hatte gerade letztens mit dem Nikolaus Kerz gesprochen, der ist im BBSR für das Thema Nachhaltigkeit des Bundes zuständig. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie, also der sitzt bei uns im Nachhaltigkeitsausschuss, und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt so in den DGNB-Navigator reinschaue, ihr redet jetzt, BNB ist Pflicht bei Bundesbauten, wie sieht es denn aus mit Baustoffen? Wie viele Baustoffe gibt es denn, die wirklich für BNB tauglich sind? Nachhaltig, sagt er, naja, ein Bruchteil. Denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Da wird eine Sau durchs Dorf getrieben, BNB. Und wenn die Verantwortlichen, die man fragt im BBSR, dann sagen, wir haben nur einen Bruchteil an Baustoffen, die dem Genüge tun, obwohl wir uns seit Jahren damit beschäftigen, ist meine Befürchtung, wenn wir jetzt von BIM sprechen, jetzt kommt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Der Bund sagt, das machen wir definitiv und alles machen wir. Und meine Hoffnung ist einfach, dass wir auf dem Weg dahin die Ingenieure, die Architekten, die Handwerksbetriebe, die Investoren nicht verlieren, indem wir immer neue Standards definieren und die möglicherweise, also ein Ingenieurbüro, Craft-Architekten in Berlin mit 300 Architekten, die kriegen das, die machen da eine Stabsstelle und der ist für BIM zuständig. Die machen eine Stabsstelle, der ist für Nachhaltigkeit zuständig. Aber diese Architekturbüros mit 2 bis 8 Architekten, was machen die denn? Und das ist so das, was mich momentan beschäftigt, wo ich neugierig bin. Und ich möchte um Gottes Willen nicht verschlossen sein gegenüber neuen Themen. Gesundes Bauen ist auch ein neues Thema. Aber das, wo ich noch überzeugt werden möchte, ist es praxistauglich. Und da bin ich total offen, scheunenweit offen, aber da ist der Beweis mir gegenüber noch nicht geführt. Genau, Walter Tietz lacht und Gerd Pause rutscht die Stirn. Also. Wenn Herr Bachmann sagt, es wird ständig eine neue Sau durchs Dorf getrieben, dann bezeichne ich Sie jetzt mal als den Treiber. Und ich möchte gerne mal für 30 Sekunden Ihr Hütehund sein. Weil ich bin auch der festen Überzeugung, Sie kommen an BIM nicht vorbei. Ja. Das, was 4.0 in der Industrie ist, nämlich die Digitalisierung von Prozessen, das ist ja das, was BIM im Grunde genommen in der Architektur demnächst darstellen wird. Und diese mitwachsende Dokumentation eines Gebäudes für die Zukunft, ich denke, da wird im Rahmen der Digitalisierung kein Weg dran vorbeigehen. Ich weiß jetzt auch von Kollegen und nicht nur von denen, die auch Glas produzieren, sondern ich sag mal insgesamt Bauzulieferindustrie. Da gibt es keinen mehr, der irgendeinen Internetauftritt macht oder sonst etwas und nicht daran denkt und sagt, habe ich das auch so, dass es über die BIM-Schnittstelle dann beim Architekten runtergeladen werden kann, weil ansonsten guckt er sich meine Internetseite schon gar nicht mehr an, jedenfalls nicht die größeren Büros. Also es wird kommen, ob Sie wollen oder nicht, und wenn ich Sie, dann die nächste Generation, aber ich glaube, dass BIM an der Stelle gesetzt ist. Das war Ihr Hütehund. Jetzt gehe ich auf die andere Seite. Was BIM aber aus meiner Sicht nicht leisten kann und leisten wird, ist eine wesentliche, also BIM sehe ich so ein bisschen als deskriptive Methode an. Ich schreibe etwas aus. Sie haben vorher selber gesagt, ich habe meinen U-Wert, den ich einzuhalten habe, den gebe ich dann an die nächste Fachabteilung, also an den Fachplaner, Fassadenplaner, was auch immer. Der setzt da drauf auf, macht seine Berechnung und gibt sie über die Schnittstelle zurück in die Dokumentation. Ob das, was er da macht, aber in Verbindung mit anderen sinnvoll ist oder ob man nicht von einer höheren Warte durch engere Zusammenarbeit ein besseres Ergebnis zielen könnte, das wird BIM auch nicht lösen. Jedenfalls nicht in der jetzigen Form. Und ich glaube, wenn wir zukunftsorientiert denken, ist das noch eine der ganz wichtigen Stellen, an denen man zu arbeiten hat. Ich nehme mal ein Beispiel. Sie bauen ein Haus, sowas wie die Deutsche Bank als Beispiel. So schön rundherum verglast, nach außen kann man mögen, kann man nicht mögen, ist nun mal so. Jetzt hatte ich vorher gesagt, es gibt viele Beschichtungsmöglichkeiten und viele Kombinationen, die ich mit Glas machen kann. Das heißt, es gibt nicht nur ein Glas mit einem U-Wert von 0,7 und eins mit 1,1, sondern über Kombinatorik kriege ich auch jeden beliebigen Grauwert dazwischen hin. Warum muss der Fassadenplaner jetzt mit seiner Fassade einen ganz fixierten, vorgegebenen U-Wert erreichen? Wenn ich auf der Nordseite bin, dann kann ich doch meinen Sonnenschutz etwas zurücknehmen, damit die Lichttransparenz erhöhen und Strom sparen bei der Beleuchtung. Bin ich auf der Südseite,
gebe ich etwas mehr im Sonnenschutz zu, über den geforderten U-Wert hinaus vielleicht, verzichte auf die Lichttransparenz, mach das Licht an, spare aber viel mehr, als das Licht kostet bei der Klimatisierung. Das wäre für mich so eine gesamtheitliche Betrachtung. Aber das ist ein Teil von BIM. Also Simulationen, um sowas zu erreichen, ist wieder ein Teil von BIM. Genau, verteidigen Sie jetzt mal kurz BIM. Dann verteidige ich Sie auch noch ein bisschen besser. Also ich bin jetzt niemand, der BIM verkaufen will. Ich will eigentlich eher sagen, wir müssen an den Prozessen der Zusammenarbeit arbeiten. Ich bin seit 40 Jahren in dem Beruf und es hat sich schon einiges getan, aber wir haben noch viele Chancen, unsere Zusammenarbeit zu verbessern. Und ein großes Problem ist, dass die Holzbauer immer ganz spät ins Boot kommen, nämlich erst nach der Ausschreibung, nach der Vergabe. Und das funktioniert im Holzbau noch weniger als in anderen Bauarten. Das ist eine Hoffnung, die ich habe, wenn BIM sich mehr durchsetzt als Idee, nicht von oben verordnet, sondern eher als Idee, dann wird der Holzbau besser funktionieren. Abgesehen von den Großprojekten wie Flughafen Berlin, der nicht fertig wird, Elbphilharmonie ist fertig geworden. Auch da, wenn das vernünftig vorgeplant wäre und dann erst gebaut worden wäre, wären viele Sachen nicht passiert. Also es hat große Vorteile, aber ich will Ihnen nichts verkaufen, ich will Ihnen auch kein BIM verkaufen, aber in meiner täglichen Arbeit wird es einfacher, wenn das Denken von BIM, und das will ich gleich in dem Vortrag noch vermitteln, in mehr Köpfe kommt. Sie, eine Frage, wenn ich jetzt als Architekt was plane und ich habe so ein bestimmtes Fenster, das ich schön finde und ästhetisch finde und das möchte ich jetzt verwenden, aber es ist im BIM nicht hinterlegt. Was muss ich dann machen? Ist es meine Aufgabe als Architekt, dann irgendwie die Daten herauszusuchen, in das System einzugeben oder müssen die Hersteller einfach ihre Sachen hinterlegen? Also einmal ist es ja so, dass es bestimmte Qualitäten einmal ausgeschrieben werden. Dann kann derjenige, der das Fenster anbietet oder den Auftrag bekommt, kann dann sich ein entsprechendes Produkt raussuchen aus seinem Portfolio. Ich denke aber auch, dass es sinnvoll ist, das früher zu machen, dass wenn schon der Architekt in einer bestimmten Phase ist, dass er einen Vorentwurf fertig hat, dass er sich dann schon Gedanken darüber machen kann, mit wem spreche ich über das genaue Produkt. Weil auch dann, wenn ich ganz spät komme, wir haben das Problem, wenn wir für einen Holzbauer die Werkstattplanung für einen Holzbau machen, dann weiß der Holzbauer, wie der Wandaufbau ist. Aber der Architekt hat oder die Architektin haben die Fenster noch nicht ausgeschrieben. Es ist noch gar nicht klar, wer hinterher die Fenster in diesen Holzbau bei mehrgeschossigem Bauen überhaupt noch reinmacht. Dann können wir aber nur ein Loch planen und dann... Das ist falsch. Also das heißt, frühzeitig muss auch klar sein, welches Produkt ganz genau eingesetzt wird. Aber dann sind wir von der neutralen Ausschreibung weg und da bin ich der Meinung, das wird sich auch ändern. Okay. Hier sind ja viele Ingenieure und Architekten. Wie fühlen Sie sich denn jetzt gerade im Moment, wenn Sie das so hören? So, eher keine Reaktion, eher noch was Neues, abwarten. Eher kritisch abwarten? Also keine konkreten Fragen? Einen Moment bitte. Es ist für Neubauten immer total interessant, BIM zu machen, aber wenn ich jetzt irgendwo zwischendrin in der bestehenden Bebauung was machen muss, dann kommen die ganzen Probleme, wo die fallen ja alle irgendwo dann und auch unter den Tisch, ne, wo ich, da kann ich zwar auch gut alles vorplanen, aber ich kriege da keine großen Werkzeuge ran, nichts. Und also ich muss mit Kran, kann ich da nicht mehr arbeiten und dann fällt oftmals die Sache weg. Und das sind ja die großen Probleme auch noch, die dabei sind. Ja, wobei BIM ist einfacher für Neubauten, weil dann profitieren die später die Nutzung und das Betreiben des Gebäudes machen. Die haben den größten Nutzen, wenn es dann mal soweit ist. Aber auch beim Bauen im Bestand ist das Erste, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Holzbauaufstockung anbauten denken, das Erste, wir machen digitales Aufmaß. Das ist eine Form von BIM. Wir nehmen das auf, was da ist. Wir überprüfen, welche Stoffe sind eingebaut, wie dick ist die Decke, müssen wir statisch irgendwas verstärken, verändern. Ist alles eine Form von BIM. Insbesondere dieses digitale Aufmaß gehört zu jedem Bauvorhaben dazu. Aber deswegen, man kann nicht sagen,
Oft ist die Vorstellung, dass BIM alle Arbeiten in der Cloud in einem Projekt gleichzeitig und alles funktioniert. Viel besser als es bisher. So ist es nicht, sondern es ist ein Prozess, in dem wir alle schon drin sind und auch im Bauen mit Bestand, das wird, da ist der Nutzen weniger. Aber wenn das Gebäude mit BIM vor 50 Jahren geplant worden wäre, hätten Sie es jetzt einfacher. Gucken Sie ins Modell und sehen alles. Also in 50 Jahren wird das Bauen einfacher. Umbauen. Das ist doch schon mal ein schönes Schlusswort. In 50 Jahren, wenn jeder sich an Planung, Mitdenken und Ausführung hält, dann wird es leichter. Möchten Sie auch noch was sagen? Nein? Doch? Treffen wir uns wieder hier, oder? Ja. Genau, treffen wir in 50 Jahren wieder hier. Schauen noch mal an, ob es stimmt. Genau. Dann möchte ich mich hier bedanken bei Ihnen alle drei. Vielen Dank für die Diskussion. Auf der Bühne behalte ich noch den Gerd Brause, aber danke an Herrn Tietz und Herrn Bachmann. Bitte eine Runde Applaus.